Ich hatte gesagt, dass meine Mutter so krank gewesen ist. Und mein Vater war in Ostpreußen, der war auch abgeordnet. Und da bekam ich diese Zusage, dass ich bei der Mutter wohnen konnte, damit sie nicht ewig alleine war. Denn ich hatte Angst, wie sagt man, sie kippt um, nicht? Und dann kam ich nach Niederschelderhütte. Das sind zwei Stationen, eins, zwei, drei Stationen vor Siegen, zwischen Betzdorf und Siegen. Gell? Und in Niederschelderhütte war ich dann ein Jahr Lehrerin. Ja, Und dann und das waren nur alte Lehrer, schon einer pensioniert, die da unterrichteten, drei alte Lehrer. Und ich kam als junge Lehrerin dahin. Und da kam als mal der Rektor ein paar Mal so gucken und wollte mal sehen, ob ich denn überhaupt was konnte. Nun konnte ich nicht viel. Die Ausbildung in Koblenz war ja zu kurz, viel zu kurz. Aber ich hatte ja Erfahrung von der praktischen Arbeit in Oberschlesien. Ich wusste ja so langsam, ganz doof war ich nicht, das konnte ich ja mitkriegen, nicht, was da noch lief. Und gerade bei der Grundschule, nicht? Denn die alten Lehrer hatten sich ja die Oberstufenschüler genommen, nicht? Auch das war was. Und da bin ich jeden Tag mit dem Zug hingefahren, so dass ich nachmittags bei der Mutter war, nicht? Ja. Und dann mussten Sie dann aufhören danach, nach diesem Nein, Jahr, da oder? wurde ich versetzt. Und wohin kamen Sie dann? Dann wo kam ich dann hin? Nach Scheuerfelde. Also eine Station auf dem Weg von Betzdorf nach Köln, eine andere Richtung. Dann kam ich dahin, auch das Land, gell? Immer Land. Aber da hat es mir auch gefallen. Ja, sehr.